Etwas exakter wird das Ganze, wenn man jetzt von dem Weltweiten auf die EU zurückgeht. Und dort geht man davon aus, dass wir in der Europäischen Union 145 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben für Arbeitsunfälle. Wenn man sich jetzt Österreich anschaut, 2012, das sind alles Zahlen der Statistik Austria, wir haben 112.000 Arbeitsunfälle. Wenn man das jetzt durchrechnet auf Kalendertage, kommt man ungefähr pro Kalendertag auf 300 Unfälle. Das heißt, alle 5 Minuten gibt es ungefähr einen Unfall. Und wenn man sich das dann ausrechnet, seitdem wir hier sitzen, so ungefähr seit 9 hat das begonnen, hat es 70 Arbeitsunfälle gegeben. Also die Welt ist nicht nur da draußen zum Verändern, auch bei uns. Und vor allem 171 tödliche Arbeitsunfälle hat es gegeben. Es gibt eine interessante Studie aus Gießen, von der Universität Gießen, wo heute dieser Return on Prevention berechnet wurde. Wir kennen einen ROI und sagen, ich investiere das, was komme ich zurück. Und dieser ROP wurde berechnet, für 1 Euro, den ich in die Arbeitssicherheit investiere, erhalte ich zwischen 2,20 Euro und 2,50 Euro zurück. Was betrifft uns jetzt, wenn wir uns anschauen, die OHS 18001 Richtung 45001 entwickelt sie. Die erste Frage, warum heißt es nicht ISO 18001? Der Name ist schon belegt mit einer Funknorm seit langer Zeit. Die 18001 wird von der Grundphilosophie übernommen in die neue 45001 hinein. Die 45001 wird auch sehr stark diesen Annex SL enthalten. Das heißt, Annex SL ist wie von den Kollegen davor besprochen, also harmonisiert zur neuen 9001, harmonisiert zur neuen 14001. Also es wird ein wesentlich leichterer Übergang sein, nicht mehr in den Nuancen drinnen, wo sich die Worte stark unterscheiden. Es soll auch wie in der 14000er geplant einen Anhang geben, so nach dem Motto, die 10 Gebote und wie geht das, wie wird das funktionieren. Die Veröffentlichung ist für 2016 geplant, kann allerdings etwas später werden.